Mit dem WordPress-Plugin WPS Hide-Login kannst du den WordPress-Admin-Login verstecken bzw. die URL ändern, mit der man sich im Admin-Bereich einloggt und die Sicherheit erhöhen. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und in diesem Video geht es konkret um die Sicherheit deiner WordPress-Seite. Du kannst dich damit vor automatisierten Angriffen schützen, weil automatisierte Angriffe nutzen immer die Standard-URL und wenn du diese änderst, kannst du die Sicherheit erhöhen und die Einrichtung dabei ist ganz einfach. Konkret geht es darum, wenn du deine Website hast, wp vorname-nachname.de als Beispiel und dann loggst du dich ein mit slash wp-admin oder wp-login. Und diesen Bereich, diesen wp-admin-Bereich, den kannst du, diese URL kannst du ändern mit dem besagten Plugin. Das sehen wir uns jetzt in der Praxis einmal an. Dazu klicken wir auf Plugins und neues Plugin hinzufügen. Wenn dir solche Videos gefallen, bitte gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere auch gerne den Kanal, damit hilfst du mir, weitere solche Videos zu erstellen. Jetzt suchen wir nach dem Plugin WPS Leerzeichen Hide, Leerzeichen Login. Und dann haben wir es auch hier schon, Hide Login, nutzen sehr viele Menschen und wir klicken auf Jetzt installieren. Es dauert dann kurz und nach der Installation, vielleicht kennst du das ja schon, kannst du auf jetzt auf Aktivieren klicken. Das machen wir. Damit ist das Plugin einmal aktiviert. Und jetzt gibt es hier den Punkt Einstellungen. Entweder dass du hier auf Einstellungen klickst oder unter Einstellungen findest du es auch hier WPS Hide Login. Und an dieser Stelle gibt es jetzt die Möglichkeit, WPS Hide Login. Du siehst es hier unter Allgemein, wurde eigentlich das hier nur ergänzt. Die Anmelde-URL und die Umleitungs-URL. Und diese beiden Dinge kannst du jetzt frei wählen und du kannst jetzt beispielsweise hier sagen, das soll etwas Kryptisches sein. Und dann funktioniert der Login nur über diese Adresse. Und wenn jemand den Standard WP-Admin-Bereich angibt, dann wird er auf beispielsweise die 404-Fehlerseite weitergeleitet und ihm wird gesagt, okay, das gibt es an dieser Stelle nicht. Das ist eine von mehreren Sicherheitseinstellungen, die du setzen kannst. Ein sicheres Passwort gehört natürlich auch dazu, ein regelmäßiges Backup gehört dazu. Aber das ist jetzt eine Einstellung, die du einfach setzen kannst mit diesem Plugin und jetzt weißt du, wie das funktioniert. Sei so gut, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann bis zu einem meiner nächsten Videos. Thank you.